Das ist also Hogs Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Schau mal einer an. Michelangelos David. Also, wow. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Was haben die mit dem gemacht? Wo ist das Bein? Wo ist der Arm? Der ist doch vollständig, oder? Also ich glaube zumindest... Doch. Der sollte eigentlich vollständig sein. Sogar Kroganer-Kunst. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt künstlerisch arbeiten. Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Ach, so schlimm sind die Rachni nicht. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, weil sie ziemlich hässlich ist. Okay, schauen wir erstmal hier hinten. Den hier kenne ich, also die Art. Wow, man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Oder ist er das? Weiß ich gar nicht, ob es ist. Aber es kann sein, dass wir so einem noch begegnen. In der nächsten Aufnahmesession sogar. Wenn ich meinen Plan so umsetze, wie ich das will. Naja, schauen wir mal weiter. Das ist hübsch. Irgendwie entspannt. Sieht aus wie ein halb fertig gebauter Todesstern. Egal. Oh. Alter. Riesiger Kopf der Freiheitsstatue. Warum nicht? Kann man machen. Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Ich frage mich, ob man in ein paar hundert Jahren überhaupt noch weiß, dass die Titanic ist. Und hier haben wir auch die Greybox, aber die wollen wir uns jetzt noch nicht anschauen. Jetzt bin ich schon wieder runtergesprungen hier. Ja, ja, ich weiß, du musst nicht verrückt spielen, kleiner Sensor. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow, das muss ziemlich alt sein. Also wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist noch ein bisschen wertvoller als das von den Turianern, oder? Und vor allem die hier, die proteanische Statue, die habe ich gerade schon gesehen, als wir reingekommen sind. Unheimlich. Wobei man sowas auch auf Ilos findet und da dort sonst niemand ist, kann man eigentlich sich dort fröhlich bedienen gehen. Aber die sehen wirklich ein bisschen gruselig aus. Fand ich schon auf Ilos ziemlich gruselig. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz. Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Ist das so? Na gut, Kopf der Freiheitsstatue. Wie ist Hock denn an den Kopf der Freiheitsstatue gekommen? Hock, du Wahnsinniger! Ich frage mich, wo der Rest davon hin ist. Okay, hier haben wir noch die Waffe, die ich eigentlich unbedingt haben wollte. Das ist eine Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Hock hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Das ist wertvoll. So, die wollte ich haben, denn das ist eine besonders gute MP. Zumindest fand ich die ziemlich gut. Und da wir uns den Rest jetzt angeschaut haben, können wir jetzt endlich die Greybox nehmen. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Trotzdem werden Sie schreiend sterben. Genau wie Ihre Begleitung. Versuchen Sie es ruhig. Jetzt kommen Ihre ganz besonderen Talente ins Spiel, Shepard. Ziehen wir es durch. Du meinst die Tötungstalente? Da freue ich mich schon drauf. Bereit. Los geht's! So, halt, da hatten wir doch gerade jemanden. Ah, hier, Chief Rose ist das, alles klar. Einmal überlasten, bitte, die Dame. Und ich schieße nochmal mit einem Warp drauf. Okay, halt, was habe ich denn für eine Waffe in der Hand? Ich möchte schon die MP haben. Gut. Oh, der hat sogar noch getroffen, hätte ich gar nicht gedacht. Okay, die Dame da drüben, die möchte doch mal attackiert werden. Das ist
echt. Oh, was ächzt sie denn so rum? Habe ich dem Kroganer voll in die Eier geschossen gerade? Okay, oh, das mal so. So, haben wir den Chief Roma kurz die Schilde weggehauen. Position ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber die MP ist gut. Die ist halt so wahnsinnig sicher, ne? Also die verzieht überhaupt nicht, wenn wir schießen. Und das war's für Chief Rogue. So, sollte gepasst haben. Schön. Gut, den haben wir und... Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Ja, und damit sollten wir jetzt von hier fliehen. Sofort. Ich nehme aber nochmal kurz hier die Muni mit. Geh doch mal bitte. Dankeschön. So, dann wollen wir mal aufbrechen. Wir haben uns ja hier alles angeschaut soweit. Ich glaube, von den Leichen werden wir auch nichts mehr bekommen. Ab durch die Tür, ab durch die Mitte. Waffenspind brauchen wir nicht. Haben wir hier noch was? Nee. Okay, dann los. Oh je, das wird witzig. Gut. Kazumi kann's schon richten. Oh fuck. Natürlich kommen da auch Max. So, da bringt meine Biotik nicht so viel, da ist die Überlastung wichtiger. Oh, komm schon, ich war schon wieder in Deckung. So, Kazumi ist noch nicht so weit. Jetzt aber, oder? Nee, immer noch nicht. Jetzt. Gut. Schilde sind unten, Panzerung ist als nächstes dran. Da sollten wir vielleicht mal auf die schwere Pistole wechseln, denn die ist besser gegen Panzerung. So, Kazumi vielleicht mal hier. Da kommen sie. Genau, das sieht doch gut aus. So, und damit kann ich dann jetzt auch mal mit meiner Biotik ran hier an den Kerl. Okay, das hat nicht so viel gebracht, aber zumindest fällt er um. So, den hätten wir. Mal auf die MP zurückgewechselt. Bam! Der hat gesessen, aber ich habe schon wieder jemanden mit Schilden gesehen. Entspann dich eine Runde, mein Kleiner. Okay, hier, erstmal den da hinten. So ist es richtig. Jetzt siehst du mich. So, jetzt können wir den Warp mal raushauen. Gut, wir kommen vorwärts. Auch wenn ich gerade ein bisschen angetitscht bin, aber das reicht noch für die Kleinen. So, jetzt können wir weiter vor. Verdammt! Wir müssen einen anderen Weg finden! Ja, ja, wir finden schon was. So, hier drüben ist auch zu. Oh, warte mal, wie war denn das? Da oben ist ein PDA, das wollen wir uns noch kurz holen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Credits für uns. Ach, hier ist auch eine Tür, siehst du mal. Erstmal aber das PDA. Oh, was haben wir mit zwei oben? Das finde ich gerade nicht auf die Schnelle. Gut, dann müssen wir halt mal kurz warten. Da ist es doch. Und noch das hier. Und dann haben wir es schon. Wunderbar, 4200 Credits. Und weiter geht's. Einen Haufen Max. Ich hoffe, ich muss nicht gegen die kämpfen. Da sind sie. Hallo, meine Kleinen. Macht's euch unten bequem. Oh, war schon tot. Naja. Kann trotzdem nicht schaden. Mal kurz hier weg. Wir wollen uns doch nicht blenden lassen. Geh doch mal in Deckung, Mädchen. Was machst du denn? Wieso schreit der Kerl da hinten eigentlich so? Was geht denn mit dem ab?
Alter. Gut, die sind schon mal weggeräumt, aber einer müsste noch hinten sein, oder? Kann das sein? Scheinbar nicht. Wow. Da bekommt schon die nächste Garnison hier. Um diese Tanks in die Luft zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät. So, Kopfschuss. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt hoffentlich mal ein bisschen ungestörter umschauen hier. Für einen Moment. Aber hier ist sowieso nichts. Okay, irgendwas müssen wir also finden, um die Tür hochzujagen. Das sollte machbar sein. Die sind voller Treibstoff. Das reicht locker, um die Wand niederzureißen. Machen wir gleich. Nur noch kurz hier geschaut, ob hier nicht noch irgendwas Besonderes ist. Halt. Nicht da. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt daneben stehen, wenn wir die Tanks hochjagen. Um diese Tanks in die Luft zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät. Okay, was hast du dir denn vor... Ich weiß, was sie sich vorgestellt hat. So, halt, das nehmen wir noch mit hier, die Ersatzteile. Ich glaube, sie hat sich vorgestellt, dass wir damit drauf schießen. Wow. Sympathisch. Das hat gereicht. Ja, ich glaube auch. Wir haben uns, glaube ich, gerade in den Weg gebahnt. Gut, weiter geht's. Tötet Solomon Garten und bringt mir das Mädchen. Jetzt kommen die Eclipse-Söldner hier, wie es aussieht. Okay, die Blendgranate ist ins Leere gegangen. Oh shit. Ist nicht gerade die beste Position hier, habe ich das Gefühl. So, aber der kann erstmal hier eine Überlastung abpassen, während ich mich um den Rest kümmere. So, wunderbar. Die Überlastung ist fast wieder soweit. Jetzt. Okay. Das wär's für die Schilde und wir wechseln wieder. Ne, komm, wir wechseln mal. Ich glaube, ich wechsle mal auf die große. Einfach weil wir es können. Oh ja, die ist schön. Das hat gut funktioniert. Auch wenn es für Kazumi gerade. Wo ist denn Kazumi? Ach, da hinten. Nicht so gut aussieht, wollte ich sagen. So, dafür haben wir den jetzt schon mal aus dem Weg geräumt. Für die großen Oschis ist die Waffe wirklich gut. Okay, dann können wir weiter vordringen jetzt. Wow. Ich glaube, es hackt. Das war's auch für ihn. Oder sie. Oder es. Was auch immer. Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, wir nähern uns dem Ausgang. Sie wissen doch, was mit ihrem Jüngerchen passiert ist. So, warum ist die... Ach so, Barriere. Es ist mal keine... Okay, es ist kein Schild, sondern eine Barriere. Das ist dann meine Aufgabe. Mädchen, bring ich doch bitte mal in Sicherheit. So. Okay, ist auch platt. Sehr gut. Da mache ich mal lieber so. Nicht, dass hier noch jemand kommt und uns das Ding um die Ohren haut. So, dann gucken wir mal kurz noch hier in der Ecke. Da gibt's doch noch was. Das nehme ich mit. Sehr schön. Noch ein bisschen was zum Erforschen. Mordin wird sich freuen. Und ansonsten wartet wahrscheinlich bloß noch der Ausgang auf uns. Ich weiß bloß nicht, wo er ist, ehrlich gesagt. Hier offenbar nicht. Wo müssen wir denn... Ach, hier drüben müssen wir hin. Okay. Nehmen wir doch einfach die Tür, die offen ist. Halt sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Okay. Donovan Hawk will es also selbst machen. Wenn er unbedingt sterben will, dann soll er das doch tun. So, ich werfe einfach mal ein bisschen weiter hier. Oh, eine Asari, na sowas. Friss meinen Warp. Okay, ich hoffe mal, sie baut ihre Barriere nicht wieder auf.
Ansonsten müssen wir halt einfach nochmal ein bisschen ran. Okay, das war's für sie. Ich böser Asari-Killer. Gut. Haben wir hier noch einen? Ja. Oh. Ich dachte, du visierst ihn auch an. Das wäre schön. So, den räumen wir noch weg, bevor er über seine Deckung kriecht. Okay, wir gehen mal kurz. Sind halt doch ein paar, die hier rumkriechen, ne? Ganz so schnell geht... Oh, ganz so schnell geht's dann nicht. Vor allem, weil wir bloß zu zweit sind. Und Kazumi zwar gut ist, aber nur eine begrenzte Schlagkraft hat, finde ich. So. Allerdings, wenn wir zusammenarbeiten, klappt das ziemlich gut. Muss ich schon sagen. So, das Party nehmen wir noch mit. 500 sind nicht ohne. Komm schon. Geht doch. So, das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Wir können mal ein bisschen sammeln gehen erstmal. Bevor wir dann den letzten Schritt angehen. Und von hier verschwinden. Was sind das für komische Räume hier eigentlich? Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit für irgendwelche Ausflüge in irgendwelche seltsamen Hintergassen. Oder... Ach komm, was ist? Aber hier ist sowieso nichts. Hier ist doch nichts. Gar nichts ist da. Hier hinten ist auch nichts. Da kannst du nochmal hier hochgehen. Okay, noch schnell die Lagerkiste hier von. Sie sind links von uns. Oh, hi. Da reicht ein Schuss aus der MP. Einmal in den Kopf und dann ist es vorbei. Wunderbar. Die Stille ist zurückgekehrt. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo ist denn der Ausgang? Sumi, ich habe ihn gesehen. Einmal genauer gucken, könnte helfen. Aber das ist so überbelichtet hier auch irgendwie. Man sieht das so schlecht, wenn da irgendwo Türen sind. Nichts mehr da. Komm, Kazumi. Wir gehen.